Und wir blicken noch einmal zurück auf das, was sich im Jahr 2014 getan hat, nämlich im Straßenverkehr. Seit Mitternacht steht fest, dass im vergangenen Jahr 121 Menschen in Niederösterreich bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind. Das sind um 9 Menschen mehr als im Jahr davor. In ganz Österreich ist die Zahl der Verkehrstoten jedoch deutlich gesunken und hat den niedrigsten Wert seit dem Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950 erreicht. 430 Menschen sind laut Innenministerium im Jahr 2014 auf Österreichs Straßen ums Leben gekommen. Das sind um 5,5% weniger als im Jahr zuvor. Der neuerliche Tiefststand setzt den langfristig rückläufigen Trend bei den Verkehrstoten fort. Seit 1999 ist deren Zahl mit Ausnahme von 2012 stetig gesunken. So waren im vergangenen Jahr etwa ein Siebtel der Todesopfer im Vergleich zu 1972, dem bisher schwärzesten Jahr in der Unfallstatistik mit fast 3000 Toten, zu beklagen. Und das, obwohl sich der Fahrzeugbestand seither fast verdoppelt hat. Im Bundesländervergleich haben Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Tirol ebenfalls ihre historischen Tiefststände erreicht. Mehr Verkehrstote hat es jedoch im Burgenland, in Niederösterreich, in der Steiermark, in Vorarlberg und in Wien gegeben.